lassen und die Ergebnisse unserer Untersuchung hierzu. Und wir, das sind Matthias Bahntel und ich. Matthias ist Geschäftsführer und Hochschulentwickler vom Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg. Und ich, Nadine Hahn, bin Hochschuldidaktikerin im Stilprojekt FASMI an der HTWK Leipzig. Und die Zusammenarbeit von Matthias und mir findet auch statt unter dem Dach der Gesellschaft für Informatik, weil wir im Rahmen des Arbeitskreises E-Assessment die Fragestellung entwickelt haben. Und zudem beschäftigt sich auch die Stiftung in der Themengruppe mit der Frage der Zusammenarbeit und flankiert eben auch hier die Studie. Aber was haben wir denn eigentlich gemacht? Schauen wir doch mal rein. Muss man mal weiterklicken hier? So. Also wir haben eine Expertenbefragung durchgeführt zum Thema Innovation und Entwicklung in der Domäne Prüfung seit der Pandemiesituation. Hintergrund war der Gedanke, dass sich in dem Bereich digitales Prüfen oder E-Assessment pandemiebedingt ja viel getan hat. Und diese Veränderungen betrafen ja auch den Bereich von prüfungsdidaktischen Szenarien oder Prüfungsworkflows, rechtlichen Rahmenbedingungen und. Und um diese Veränderungen zu begleiten, wurden im Third Space, im Lehrsupport, zahlreiche Materialien verfasst und auch zwischen Hochschulen und Kolleginnen, ja im Sinne der Open Educational Practices geteilt. Und jetzt wissen wir aber aus der Forschung zu OER, dass die Produktion und Nutzung von so Materialien halt häufig auch eher episodisch als kontinuierlich ist. Ich vergleiche hierzu auch die Publikation von Otto 2020 und in der Breite auch eher verhalten als Regel sind. Und uns hat eben interessiert, ist es denn hier auch so? Welche Kulturen des Teilens von Prüfungsmaterialien lassen sich denn eigentlich hier nach der Pandemie feststellen? Ja, wir haben 6 E-Prüfungsexpertinnen an bundesweiten Hochschulen und Universitäten um den Jahreswechsel hinüber interviewt. Und die kamen eben vor allem aus dem Third Space, Mediendidaktik, technischer Support und Hochschuldidaktik aus 5 Bundesländern. Wir haben in Leitfadeninterviews gefragt, welche prüfungsbezogenen pandemiebedingten Innovationen sie festgestellt haben, welche Transferpraktiken sie denn eigentlich nachgehen und haben nochmal mit der Lupe drauf geschaut, was die OER oder OEP-Praxis vielleicht auch hergibt. Und wir haben das Ganze via Zoom aufgezeichnet und transkribieren lassen und haben das dann im 6-Schritt-Verfahren nach Mäusernagel ausgewertet, um die gemeinsam geteilten Wissensbestandteile der Expertinnen zu rekonstruieren. Und das ist eben auch die Limitation der Studie. Die Ergebnisse sind nicht quantifizierbar bislang. Ja, und um eine erste Bestandsaufnahme für die Domäne Prüfung vorzunehmen, haben wir eben untersucht, welche Ressourcen zu Prüfungen werden denn eigentlich geteilt und genutzt, welche Rolle spielen hierbei OER-Repositorien als Informationsquelle und inwiefern wird das eigene Material als OER gedacht und geteilt. Und hieraus lassen sich dann eben auch Weiterentwicklungsbedarfe ableiten und da gucken wir dann später nochmal drauf, in welche Richtung gehen denn vielleicht so aktuelle Entwicklungen. Unsere Ergebnisse haben wir versucht, mal in einer sehr umfangreichen Tabelle für Sie und euch zu clustern. Welche Ressourcen werden denn eigentlich zur E-Prüfung geteilt und genutzt? Ich tauche gleich mal ein, dann erklärt sich vielleicht auch, was wir hier sehen. Also zum einen haben wir versucht, die verschiedenen Formate, die die Expertinnen benannt haben, in Typen zu clustern, denen eine Funktion zuzuweisen und dann auch zu schauen, wo tauchen die denn auf. Beispielsweise für Werkstattberichte, das finden Sie sehr mittig in der Tabelle, als Format, das ist dem Typ Good Practice Beispiel eben zuzuordnen, mit der Funktion, andere Lernende oder Menschen im Supportbereich zu inspirieren. Wir finden das ganz häufig dann publiziert oder veröffentlicht auf den Webseiten von E-Learning-Zentren oder Hochschulen in Netzwerken und Landesinitiativen, aber auch eben beim Hochschulforum Digitalisierung, E-Teaching-Ort und OER-Portale werden eben auch genannt. Aber auffällig ist hier, dass, und das sehen Sie oft, eben vor allem Sekundärbereich erst die OER-Portale auftauchen. Meistens erst auf unsere Nachfrage hin. Und warum ist das eigentlich so? Und hier sind wir in den Interviews auf ein paar Vorbehalte gestoßen auf Seiten der Expertinnen. Also zum einen nehmen die Expertinnen wahr, dass in den OER-Portalen zu Prüfungen relativ wenig Material liegt. Das ist sicherlich in gewisser Weise auch themenspezifisch, aber O-Ton, aktuell tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, Lernenden OER vorzuschlagen, weil die Fülle an Materialien noch zu gering ist und ich manchmal ein bisschen Angst habe, dass sie dann da einmal draufgehen und dann feststellen, ich gehe da nicht nochmal drauf oder ist ja nichts. Und
Natürlich ist es jetzt auch so, wenn man zum Beispiel OER-Material rund um Prüfung findet, dann ist es immer noch nicht sicher, ob die Qualität dann auch gesichert ist. Weil ein häufiger Vorbehalt ist eben auch die Annahme, dass eher nur durchschnittliches Material geteilt wird und dass eine Qualitätssicherung fehlt, die dann durch die Expertinnen selbst noch vorgenommen werden muss. Dass also, Zitat, im Grunde noch jemand das ein Stück weit managen muss oder O-Ton. Und mich dann hinzusetzen und mir 100 Content-Bausteine anzuschauen, um daraus dann das eine gute Konzept zu destillieren, weiß ich nicht. Das heißt, neben der Frage von wenig Material und vielleicht muss man noch die Qualität überprüfen, nehmen wir jetzt mal an, wir haben was gefunden zur Prüfung, dann ist immer noch nicht gesichert, ob das, also Stichwort Constructive Alignment, dann auch für meine Prüfungs- und Lehrsituation adaptierbar ist. Plus, die technischen Infrastrukturen sind ja dann auch noch verschieden. O-Ton, wenn du Content teilst, kannst du den nicht so ohne weiteres in der Lehre übernehmen. Und genauso ist es bei den Aufgaben. Die musst du teilweise anpacken. Und dieses Bild, was wir hier gefunden haben, entspricht auch dem, was Wilfried Admiral 2022 gefunden hat in seiner Untersuchung. Und er führt diese Hürden oder Hemmnisse als Availability. Und wir haben darüber hinaus noch eine vierte gefunden aus dem Material, die will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, nämlich die begriffliche Unsicherheit. Das habe ich immer wieder festgestellt, Zitat, selbst dieses Wort E-Assessment, jetzt im einfachsten Fall, oder die ganz normalen Buzzwords wie Flipped Classroom, wenn du nicht ein Grundlagenmodul Hochschuldidaktik gemacht hast oder ein paar Grundlagen im Bereich elektronisches Lernen und Lehren drauf hast, dann ist das Wording nicht geläufig. Und dann ist eben auch nicht ganz sicher, wonach gesucht werden soll. Und vielleicht findet man dann auch nicht so viel. Ja, vielen Dank für das Eintauchen in das Material. Zusammengefasst haben wir in den Interviews eben diese Hürden für die Nutzung von Prüfungsdokumenten, Prüfungsmaterialien als OER festgestellt. Zunächst einmal sind die Gestalterinnen von Hochschullehre der Auffassung, dass grundsätzlich zu wenig Material als OER zur Verfügung steht, also dass nur wenige Dokumente überhaupt als OER geteilt werden. Die wenigen Materialien wiederum, die es überhaupt gibt, sind schwer auffindbar. Das liegt teilweise an der fehlenden oder uneinheitlichen Referenzierung oder schlicht, weil die einschlägigen Suchmaschinen oder Metaportale unbekannt sind. Dann gibt es noch einen ganz häufigen Vorbehalt, den wir gefunden haben. Nadine hat es gerade angesprochen, Zweifel an der Qualität der Materialien. Wir haben eben nicht den persönlichen Kontakt zu den Urheberinnen und Autorinnen der Materialien, sondern es ist ein Stück weit anonymer. Es findet in den allermeisten Fällen keine Qualitätskontrolle statt von Seiten der OER-Portale. Es gibt einige, die eine Provenienzprüfung durchführen. Das ist schon ein guter erster Schritt. Allerdings ein systematisches Review, eine Qualitätskontrolle, eine redaktionelle Kontrolle findet praktisch gar nicht statt. Und dann ist, wie Nadine gerade angesprochen hat, die Auffassung eben auch sehr weit verbreitet unter Gestalterinnen für Hochschullehre, dass die Übertragbarkeit der Materialien auf den eigenen Kontext schwierig und sehr aufwendig ist. Bei großen Gesamtkonzepten, die ja auch entstanden sind während der Corona-Pandemie und danach, kommt zudem noch der Aspekt dazu, dass nur einzelne Aspekte rausgegriffen werden müssen und das ist häufig schwierig, diese Aspekte dann in andere Gesamtzusammenhänge einzubetten. Das sind allerdings nur die Hürden für die Nutzung von OER. Allerdings muss natürlich, bevor OER überhaupt genutzt werden können, müssen diese Materialien erstellt, produziert und geteilt werden. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Ja, wie werden denn die Materialien zur E-Prüfung eigentlich geteilt? Und hier konnten wir in den Interviews auch drei Cluster ausmachen. Also das Material wird zum einen geteilt über Portale, über und innerhalb von Hochschulen, aber auch innerhalb von Communities. Auf der Ebene von Portalen finden sich dann eben zum Beispiel Umsetzungshilfen, Good-Practice-Beispiele und Konzepte, aber auch hier finden wir wieder Hürden. Zum einen O-Ton. Fehlen mir oft die Ressourcen. Im Nachgang fehlen mir oft die Ressourcen, dass ich jetzt sage, jetzt könnte ich es nochmal das, was wir erprobt haben, irgendwie verteilen. Zudem sind ganz oft die Bereitstellung von Materialien nicht in den Workflows integriert. Zitat, da denken wir tatsächlich zu wenig lizenzorientiert. Drittens ist auch der antizipierte Mehrwert von den Expertinnen ein bisschen zu gering. Da kann ich auch gleich wissenschaftlich veröffentlichen. Und neben diesen drei Hürden für die Produktion von OER im Bereich Prüfung haben wir noch zwei weitere gefunden. Die hat auch schon Jan Koscholek 2019 beschrieben, nämlich zum einen die Unsicherheit davor, sich selbst durch die Herausgabe von gutem Material zu schädigen. O-Ton,
Wir würden alles gern frei rausgeben, aber damit sind wir da wieder selber austauschbar. Und letztens noch hier an der Stelle als Hürde die Möglichkeit, dass es eben doch missbräuchlich beispielsweise kommerziell genutzt wird. O-Ton, der eine wollte Aufgaben, um ein kommerzielles Lerntool zu bauen. Das heißt, da sind Menschen, die nehmen deine Aufgaben for free und bauen was damit, damit sie Geld verdienen können. Und all diese wahrgenommenen Hürden führen eben dann dazu, dass sich wieder mal bestätigt, was die UNESCO 2019 schon für die OER-Landschaft in Deutschland quittiert hat, nämlich in Germany, OER adoption is low, particularly outside the community of German OER experts in all sectors of education and training. Und somit eben auch im Bereich digitales Prüfen an den Hochschulen. Aber ich will jetzt hier, oder wir wollen hier nicht nur rot malen, weil es gibt auch gute Neuigkeiten oder Nachrichten, die wir aus dem Material entnehmen konnten. Nämlich, dass wir zum Beispiel auf der Ebene Hochschulen wiederum eine sehr rege Zusammenarbeit und einen Materialkreislauf finden. Also hier arbeiten Lernende miteinander, hier wird Material geteilt zwischen Lehrsupport und Lernenden. Aber auch, und das hat uns auch sehr gefreut und überrascht, gibt es Regelmäßigkeiten in der Zusammenarbeit der Einrichtungen innerhalb von Hochschulen. Also da sprechen Hochschuldidaktik, E-Learning-Zentren, technischer Support, Justiziariat miteinander. In einem weiteren Fall haben die Dezernate regelmäßig die Köpfe zusammengesteckt und über E-Prüfungen gesprochen. Aber auch WLAN-Abdeckung oder Serverdienstleistungen schalten sich mit dazu und dort wird dann das Material hin und her getauscht, um eben die Lernenden bestmöglich bei ihren E-Prüfungen zu begleiten. Aber auch wird das Material eben über hochschulinterne Webseiten zur Verfügung gestellt, zum Teil aber auch nur sichtbar für die Personen, die an den Hochschulen angestellt sind und dann Zugang haben. Und auf Ebene der Community haben wir eben die größte Kultur des Teilens gefunden. Der häufigst genannteste Weg in den Interviews, dem wir begegnet sind, war der, dass individuell Kontakt aufgenommen wird nach Konferenzbesuchen. Ich habe ein Paper von dir gelesen oder du wurdest mir als Ansprechpartnerin von meinen Kontakten genannt. Und O-Ton auf Anfrage kriegen unsere Kollegen das immer, wenn die das wollen. Aber es braucht eben auf Ebene der Community auch eine Vertrauensbasis. O-Ton, das Bündnis ist noch viel wert. Es ist nicht der Ansatz, ich gebe allen alles. Und neben dieser Funktion, dass es eben auch eine Vertrauensbasis bietet, in der Community Material zu teilen, haben persönliche Kontakte auch noch eine weitere Funktion, nämlich persönliche Kontakte filtern diese schiere Fülle an Informationen, Leitfäden und Handreichungen. O-Ton, erstmal kann man sich dieses Informationssammeln in der Community gut teilen. Das denke ich mal schon. Und man kann sicherlich auch Leitfäden untereinander austauschen. Und diese Community-Kontakte bieten eben auch die Option zum Fokus. Also teilweise haben wir auch andere Baustellen. O-Ton, ich bin mehr in ESS mit aktiv und kann mich darum kümmern. Und dann hat die Community aber auch noch die Funktion, dass man gemeinsam Projekte gestalten kann, in denen man dann auch neue Materialien entwickelt oder gemeinsam austauscht. Hier ist der O-Ton gewesen. Bei uns kommen Menschen aus ganz Deutschland auf uns zu und der Hintergrund ist ganz selten, ich brauche Aufgaben für meine Lehre. Sondern eher, ich will ein Projekt machen, lass uns doch zusammen was entwickeln, wo wir Aufgaben tauschen, wo wir Aufgaben entwickeln und unser Know-how, wie man Aufgaben baut, weitergibt. Aber nicht die einzelne Aufgabe. Ja, und wenn wir uns das jetzt hier so anschauen, dann wird auch deutlich, dass das Material durchaus regelgeteilt wird, aber eher innerhalb der Hochschulen oder in persönlichen Netzwerken oder Community Groups oder Working Groups. Ja, und dann ist eben auch in den Interviews aufgefallen, dass ganz oft das eigene Material eben nicht unter einer Lizenz noch veröffentlicht wird, dass also dieser letzte Meter zur offenen Lizenzierung, um das Material wirklich als OER freizugeben, was da so rege hin und her getauscht wird, dass dieser nicht mehr gegangen wird. Und was dann auffällig war in den Interviews, dass das eigene Material, warum auch immer, kaum als OER wahrgenommen wurde, dass sogar erst auf unser Nachfragen hin laut überlegt wurde, das ist wiederholt aufgetreten, dass das ja eigentlich noch lizenziert werden könnte. Und in einem Fall gab es dafür sogar Workflows und ist erst dann aufgefallen. Also auch hier nochmal eine Zusammenfassung, welche Hürden werden erlebt für die Produktion von OER im Bereich elektronische Prüfungen? Nadine hat es ja gerade sehr deutlich gemacht. Wir stellen fest, dass die Materialien zwar sehr rege innerhalb einer Hochschule oder innerhalb von Communities, Teilöffentlichkeiten distribuiert werden,
aber sie werden nur selten und in keinem Fall selbstverständlich unter offenen Lizenzen diffundiert und der Breite der Hochschul-Community zur Verfügung gestellt. Das liegt unter anderem daran, dass die Verfügbarmachung als OER von eigenen Materialien als aufwendig und ressourcenintensiv erlebt wird. Es gibt nur an ganz wenigen Hochschulen institutionalisierte Workflows zur sozusagen automatischen Veröffentlichung von Handreichungen, Materialien im Zusammenhang mit Prüfungen als Open Educational Resources. Drittens gehen Gestalterinnen von Hochschullehre davon aus, dass eigene Dokumente keine Mehrwerte für andere darstellen. Also so eine gewisse Selbstbeschränkung haben wir ganz häufig in den Interviews vorgefunden, weil der Glaube vorherrscht, dass die eigenen Materialien in anderen Kontexten nur schwer adaptierbar sind und da keinen Mehrwert für die Kolleginnen und Kollegen bieten. Darüber hinaus gibt es die Befürchtung, dass Ideen geklaut werden können oder missbräuchlich genutzt werden, zum Beispiel in der kommerziellen Verwertung, obwohl sie eben als offene Ressourcen für nicht kommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Wir stellen also fest, dass eigene Materialien vor allem an Kolleginnen weitergegeben werden. Der persönliche Kontakt in Fachcommunities ist da ganz zentral. Es geht um die persönliche Vertrauensbasis. Und der letzte Schritt, die Verteilung an ein disperses Publikum als Open Educational Resources, da ist diese Vertrauensbasis nicht selbstverständlich gegeben. Wir können also feststellen, dass wir ein Spannungsfeld finden zwischen auf der einen Seite einer überzeugten Kultur und Bereitschaft des offenen Teilens und einem sehr regen Austausch innerhalb von Teilöffentlichkeiten. Das ist die eine Seite des Spannungsfeldes, aber auf der anderen Seite sehen wir eine relativ gering ausgeprägte Praxis des Teilens von solchen Materialien als Open Educational Resources. Das heißt, wir können das auf den Nenner bringen, alle wollen OER, aber OER ist eigentlich jetzt in diesem Bereich Materialien im Zusammenhang mit digitalen Prüfungen gar nicht das, was passiert, sondern wir stellen eigentlich fest, was wir haben, sind teilöffentliche Bildungspraktiken, wenn man so will. Und das geht so ein bisschen in die Debatte um offene Bildungspraktiken. Offene Bildungspraktiken ist ein Begriff, der jetzt nochmal neue Aufmerksamkeit auch durch die Veröffentlichung des BMBF, die OER-Strategie, erfahren hat. Offene Bildungspraktiken wenden den Blick weg von einer reinen Materialorientierung und einer Fokussierung auf Infrastrukturen, sondern es geht um Handlungspraktiken, geteilte Handlungspraktiken im Kontext offener Bildung. Also die Entwicklung kollaborativer Szenarien, Modelle, Formate und Rahmenbedingungen, in denen Bildungsakteurinnen OER nutzen, erstellen, bereitstellen und weiterentwickeln. Im Fokus steht dabei die Prozesshaftigkeit und Qualitätsentwicklung von Bildungsinhalten und Materialien. Innovative Lehr-Lern-Praxen, zum Beispiel lebenslanges Lernen, selbstständige und selbstgesteuerte Lernprozesse und Peer-Learning. Mit diesem Konzept der offenen Bildungspraktiken kommen wir davon weg, OER als pure Sammlung von Lehr-Lernmaterialien zu verstehen. Es geht eigentlich darum, den Blick auf die Ansätze, die gemeinsamen kooperativen Prozesse für die Gestaltung neuer Lehr-Lernmaterialien und Rahmenbedingungen zu wenden. Zum Beispiel die Typen, die wir gefunden haben in unseren Interviews, die Dokumentation von Lehr-Lern-Szenarien, Werkstattberichte, die den Transfer von Good Practices im Blick haben und strategische Partnerschaften zur gemeinsamen Weiterentwicklung von Lehre und Lernen. Genau diese offenen Bildungspraktiken kommen in den Konzepten, Leitfäden und Schulungsmaterialien zum Ausdruck, die unsere Interviewpartnerinnen gestalten und über die wir mit ihnen gesprochen haben im Zusammenhang mit digitalen Prüfungen. Wir begreifen diese Materialien als Artefakte offener Bildungspraktiken mit einer allerdings eingeschränkten Openness. Sie sind bislang überwiegend in Teilöffentlichkeiten unterwegs und zirkulieren auch nur geschlossenen oder zumindest nicht allgemein zugänglichen Communities. Ja, das bringt uns direkt zur nächsten Frage. Wie geht es denn jetzt weiter damit? Und ich habe auf das Material geschaut und Matthias und ich, wir waren uns dann an manchen Stellen nicht ganz einig, weil ich habe drauf geschaut und gesagt, naja, dann ist der Stand jetzt eben so. Dann werden wir eben weiterhin im Bereich beispielsweise jetzt Prüfung, Open Educational Practices in Teilöffentlichkeit leben, weil Hürden gibt es viele, andere davon sind auch nicht gleich auszuräumen. Und irgendwo besteht ja auch eine Stärke darin, dass eben auf dieser Basis von Vertrauen und auch von dieser gemeinsamen Qualitätsentwicklung und Kollaboration ein gewisses Maß an Lebendigkeit dann einfach auch gelebt wird. Und ich glaube, dass dieser Befund natürlich richtig und wichtig ist, als jemand, der in der Hochschulentwicklung tätig ist,
sehe ich schon auch die Gefahr, dass wir eine große Chance verpassen, von diesen Teilöffentlichkeiten in eine echte Openness, in die Öffentlichkeit zu kommen, also aus den Teilöffentlichkeiten in offene Bildungspraktiken zu kommen. Weil auf diese Art und Weise könnten tatsächlich mehr Personen, mehr Gestalterinnen von Hochschullehre von den Materialien profitieren und gemeinsam auch Synergien gehoben werden. Und dann sage ich wieder, ja, das wäre ja alles gut und schön, aber offensichtlich braucht es ja den bilateralen oder multilateralen Austausch. Und wenn es halt nicht passiert, dann kannst du lange danach rufen, Matthias, aber es ist not gonna happen. Es wird auf gar keinen Fall automatisch passieren, das ist völlig klar. Die Frage richtet sich natürlich nach den Unterstützungsangeboten, die wir brauchen, um diese letzte Meile, die du angesprochen hast, zu gehen. Also wie können wir die Entwicklerinnen von Materialien dabei unterstützen, die Vertrauensbasis zu institutionalisieren, die Materialien breit zur Verfügung zu stellen? Ich würde sagen, wir brauchen dafür Anreizsysteme und Supportinfrastrukturen. Und tatsächlich ist da auch sehr viel Wahres ja auch drin. Das lässt sich ja auch aus den Weiterentwicklungsbedarfen rausziehen, was sozusagen aus den Expertinnen-Interviews ja auch deutlich wird. Also wir haben ja auch, ich nehme jetzt sozusagen mal die Argumentation auch ein bisschen mit auf, wir haben ja in den Interviews auch gefunden, dass eben auf Ebene der Portale und Suchmaschinen, auf Ebene der Community oder Hochschule auch wirklich Weiterentwicklungsbedarfe bestehen. Mhm. Beispielsweise jetzt ich habe das ein bisschen versucht hier auszugrauen im Übrigen, weil das sind auch Talks, die hier beim OFF noch viel stattfinden werden. Es wird zwar einhellig dafür votiert, in den Experteninterviews bei uns auch, portalübergreifende Suchmaschinen und Suchindizes eben zu implementieren und weiter aufzubauen. Und dazu findet sich aber zum Beispiel auch die nationale Bildungsplattform, da hat ja gerade Renata Suter auch zugesprochen. Oder bei der Frage Metadaten, da war sich unsere Expertin auch nicht ganz einig. Und da wird auch morgen Vormittag zum Beispiel nochmal Klaus Wannemacher auf Ebene der Portale was dazu sagen. Und wozu sich aber die Expertin, die wir interviewt haben, wieder sehr einig waren, war, dass es wirklich eine Qualitätssicherung von den Open Educational Resources braucht. Nicht nur für Prüfungen, aber auch für Prüfungen. Und da hast du ja, Matthias, jetzt schon angesprochen, ein Teil war beispielsweise über eine Provenienzprüfung zu gehen oder eben, es wurde immer wieder diskutiert, geht es denn über Review-Verfahren, ist das denn überhaupt möglich? Und ein zweiter großer Punkt, der bei uns deutlich wurde, und das ist auch ein Schwerpunkt, den mag ich gerne hier nochmal mitteilen, ist eben auch die Stärkung der Supportstrukturen weiterzuentwickeln. Also der Grundgedanke ist hier der, dass die Personen aus dem Lehr-Support, aus dem Third-Space eine moderierende Rolle einnehmen, beispielsweise bei der Beantragsberatung, bei der Begleitung von Projekten, bei der Veröffentlichung der Ergebnisse, zum Beispiel als OER. Und es braucht eben diese Schnittstellen, die Personen an den Schnittstellen, die nach außen das teilen, was innen in den Hochschulen oder in den Projekten entsteht und die aber auch nach innen informiert darüber, was draußen in den Netzwerken los ist. Und O-Ton, man muss an den Standorten Promotion machen für all das. Und eben auch da ist, denke ich, noch viel Luft nach oben. Und dann bei der Ebene Hochschule möchte ich vielleicht noch anmerken, hier sind institutionelle Anreize und Verpflichtungen vielleicht auch der Weg der Zukunft. Gerade war heute auch noch ein Vortrag von Nadine Linschinger und Michael Kopp von der Uni Graz. Die haben auch ihren OER Policy und Workflow vorgestellt. Und ich denke, da geht auch wahrscheinlich der Weg hin. Das sind alles potenzielle Weiterentwicklungsbedarfe, vor allem eben auch hier für diesen Prüfungs-OER-Bereich, den wir uns ja jetzt genauer angeschaut haben. Ja, aber es braucht nicht nur Praxis, es braucht auch ein bisschen Forschung, da komme ich wieder rein und ich sage, es wäre ja schön, vielleicht zukünftig nochmal zu gucken, dass man den Untersuchungsgegenstand nochmal erweitert, weg von den E-Prüfungen auf alle Domänen und Objekttypen ausweitet, aber auch, dass man vielleicht in der Zukunft noch quantifizierbare und belastbarere Ergebnisse heraushebt, was zum Beispiel die hochschulpolitischen Rahmenbedingungen angeht, was die institutionellen Infrastrukturen und Workflows betrifft oder auch welche Hemmnisse denn eigentlich bestehen bei der Produktion und Nutzung von Open Educational Practices, um dann zu aggregierten, community-basierten Anforderungen zu kommen und vielleicht auch ein Anforderungsprofil dann einfach zu validieren. Das wäre so unser Blick zum einen, was die Praxis angeht und der Blick, der eben sagt, naja, es braucht auch immer ein bisschen Forschung, um die Praxis dann auch auf gute Füße zu stellen. Hier finden Sie dann auch nochmal all unsere genutzten Quellen im Nachgang. Die vorhin hat ja Matthias hier schon in den Chat geschrieben, werden auch veröffentlicht. Und ja,
Ich sage es erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit oder eure Aufmerksamkeit. Und es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit auch für Rückfragen im Chat. Ansonsten sind wir auch nachher noch am Thementisch zugegen, um die Diskussion, die wir jetzt hier schon angefangen haben, Matthias und ich, noch ein bisschen weiterzuführen. Ich sehe schon ein paar klatschende Hände hier. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, dann schaue ich mal im Chat. Der Hinweis von Martin Drossos, Grüße nach Heidelberg, dass es natürlich auch Portale und Anbieter gibt. Virtuelle Hochschule Bayern ist genannt worden, wo Aufgabenpools beispielsweise und andere Materialien zu digitalen Prüfungen geteilt werden. Das ist richtig und die Virtuelle Hochschule macht das ja ganz ausgezeichnet, dass sie eben dieses Vertrauen, das wir als ganz zentral gefunden haben, in einen etwas weiteren Raum überträgt, in dem es eben halt Bereiche gibt, die ausschließlich für den Kreis der bayerischen Hochschulen zugänglich sind und da parallel dazu ein Kreis mit einer größeren Öffentlichkeit und größeren Reichweite. Und ich glaube, dass das ein guter Weg, auch ein guter Weg sein kann, eben dieses Vertrauen, das wir im interpersonellen Kontakt gefunden haben, auch ein Stück weit zu abstrahieren auf eine Portalebene. Also ein sehr gutes Beispiel ist sicher die Virtuelle Hochschule Bayern. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann sehr gerne hier im Chat. Ansonsten können Sie sich auch gerne melden und wir können versuchen, Ihnen auch die Mikrofonrechte zuzuteilen. Ja, vielleicht gibt es ja noch eine ein oder andere Stimme, die da noch eigene Erfahrungen teilen möchte oder in die Diskussion direkt mit einsteigt und sagt, ich sehe das ganz anders. Ich sehe keine Meldung, Matthias. Vielleicht sind doch erstmal alle Zuhörerinnen hier gut am Verarbeiten. Ralf Schollmann schreibt: Machen die Skandinavier das Prüfungssharing nicht über Länder hinweg? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt in unserer sehr kleinen Studie uns vor allem auf den bundesdeutschen Kontext fokussiert haben und da keine internationalen Vergleiche anstellen können. Da gibt es möglicherweise ein paar Gedanken dazu in dem schon angekündigten Vortrag von Klaus Wannemacher, der dann einen etwas größeren Ansatz gewählt hat. Da würde ich darauf verweisen wollen. Und dann ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Idee, auch in den europäischen Raum zu gucken, wie das in anderen Ländern praktiziert wird. Genau, Martin Drossos fragt noch, welche rechtlichen Hürden. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir haben ja nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen selbst untersucht, sondern wir haben nur die wahrgenommenen rechtlichen Hürden in den Interviews mit abgefragt. Also können wir quasi nur die Perspektive der Gestalterin da spiegeln und wiedergeben. Was halt häufig genannt wird, sind urheberrechtliche Fragestellungen, die noch nicht gänzlich geklärt seien in der Produktion mit OER. Und was wir eben auch finden, ist die Frage, inwieweit ist die Bereitstellung von Materialien, die ja im Auftrag einer Hochschule und von Personen, die eben an einer Hochschule angestellt sind, inwieweit da die Nutzung auch in einem breiteren Kontext und die Verfügbarmachung in einem breiteren Kontext auch arbeitsrechtlich gedeckt ist. Es gibt jetzt an einigen Hochschulen der Interviewpartner zwar OER-Policies, aber die sind in diesen Fragen nicht detailliert genug, um da eine klare Orientierung zu geben. Stimmt, das haben wir auch gehört, ja. Ja, hier steht jetzt bei mir, you are out of time. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um jetzt hier auch wirklich mal ein Ausrufezeichen zu setzen und dann weiterzugehen, vielleicht an den Thementisch oder sich den nächsten Vortrag einfach anzuhören. Ich bedanke mich. Ich mache jetzt hier den Raum zu. Matthias? Genau, auch nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Fragen, die gekommen sind. Wir sind jetzt, wie gesagt, sehr gerne noch ein paar Minuten am Netzwerktisch. Den finden Sie in der Lobby. Da gibt es dann einen Tisch, der genauso heißt wie dieser Vortrag, Co-Creation statt Isolation. Da können wir gerne noch ins Gespräch gehen und die eine oder andere Frage vertiefen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ja,